Ja, hallo und moin moin, seid gegrüßt. Ja, ihr wundert euch sicherlich, ganz andere Location wie sonst, nicht in meiner Werkstatt, nicht in meinen Arbeitsklamotten. Das hat auch seinen Grund, eigentlich sogar zwei Gründe. Zu einem haben wir heute den 1. Mai, Tag der Arbeit, wie der Name sagt, wir sollen nicht arbeiten. Tue ich dann natürlich auch nicht. Ja, und zum anderen möchte ich euch heute gerne mal ein Projekt vorstellen, was ich bereits vor 3 Jahren gebaut habe. Ja, 2017. Vielleicht könnt ihr euch denken, wir sind hier am Wasser. Ja, was liegt da nahe? Natürlich ein Projekt, was mit Wasser zu tun hat. Vorweg muss ich euch erzählen, wir haben hier an diesem See bereits seit ich Kind bin, immer einmal im Jahr von unserem Schwimmverein hier ein großes Pfingstzeltlager. So, daran nehmen natürlich nicht nur Erwachsene, sondern auch viele Kinder daran teil. Mittlerweile auch meine, die schon eigentlich erwachsen sind, ja. Und vor 3 Jahren, kurz vor dem Pfingstzeltlager, sah ich im Fernsehen eine Werbung von einer Biersorte, wo 2 Männer auf einem Floß saßen. Und spontan hatte ich die Idee, wow, geil, das baue ich nach für die Kids hier im Pfingstzeltlager. Ja, nur wie? Es sollte eigentlich möglichst wenig, am besten gar nichts kosten und natürlich auch extrem stabil sein. Sollte groß sein, so dass möglichst viele Kinder drauf passen und auf jeden Fall sollte es nicht untergehen können. Und keins der Kinder sollte da irgendwie sich dran verletzen können. Alle sollten ihren Spaß daran haben. Kurz überlegt, woraus ich das baue, bin ich dann sofort auf Paletten gekommen, auf Europaletten oder stabilen Einwegpaletten. Ja, dann brauchte ich noch Fässer und ja, Schrauben, Latten, alles was so halt dazugehört. Das muss ich dann irgendwie organisieren. Der Zufall hat es ergeben, dass bei meinem Nachbarn, die haben eine Firma, die haben da sehr viele Fässer liegen, nachgefragt, ob ich von diesen Fässern welche haben durfte, kein Problem. Auf der anderen Seite, ein Nachbarsbetrieb, haben unwahrscheinlich viele Holzpaletten da liegen gehabt, von denen ich mir passende aussuchen durfte, und ein Dachdeckerbetrieb, von denen durfte ich mir noch Latten holen, ja, so Kleinmaterial an Holz, alles was ich halt für dieses Floß benötigte. Ich habe dann auch gar nicht lange gefackelt und bin dann direkt mit dem Bau angefangen. Das Ergebnis hat sich wirklich gelohnt. Also die Kids, die hatten so viel Spaß in dem Pfingstzeltlager auf diesem Floß. Das Glück war, das Wetter war auch noch richtig toll. Also die kamen aus dem Wasser gar nicht mehr raus. Aber nicht nur die Kinder, selbst auch die Erwachsenen. Also dieses Floß war ein Riesen-Highlight. Ja, eigentlich war es nur für dieses eine Pfingstzeltlager gedacht zu bauen. Überrascht war und bin ich immer noch. Das Floß gibt es bis heute noch. Es schwimmt da hinten. Man kann es, da ist so ein Baumstamm, so ein weißer. Da ist es heute immer noch angebunden, angekettet, sodass es da halt auch niemand wegholen darf. Sieht nicht mehr ganz so toll aus natürlich jetzt im Laufe der Zeit, weil es komplett auch den Winter über im Wasser liegt, aber es schwimmt immer noch. Es haben auch schon mehrere versucht, das kaputt zu machen und die Fässer daraus zu holen. Warum auch immer Leute sowas machen, ich verstehe es nicht. Aber ja, solche Vollpfosten gibt es halt immer wieder. Aber selbst das ist denen nicht geglückt, weil ich das Ding wirklich halt so stabil gebaut habe. Ja, es ist schon richtig klasse. Nur, wie ich es gebaut habe, das zeige ich euch. Dafür müssen wir dann erst wieder nach Hause fahren zu mir. Ich nehme euch natürlich mit und zeige euch dann mal an meinem PC. Ich habe damals mal so ein paar Fotos zwischendurch gemacht. Nicht so viele, aber wenn ihr das seht, es ist im Prinzip sehr simpel. Man muss es halt nur vernünftig und stabil genug bauen. Ja, also ich würde sagen, ich packe die Kamera mal ein. Schwing mich ins Auto und dann zurück zu mir nach Hause und ich zeige euch, wie ich es gebaut habe und wie ihr das auch relativ einfach nachbauen könnt.
So, da bin ich, sind wir wieder zurück bei mir zu Hause. Das Wetter ist noch einigermaßen, hab gedacht, ich setze mich noch mal ein bisschen auf die Terrasse, solange es noch einigermaßen schön ist. Ja, und hatte ja gesagt, dass ich euch nun zeigen will, wollte, möchte, ich tue es jetzt einfach mal, wie ich dieses Floß gebaut habe. Ja, ich nehme euch mal mit auf meinem PC und zeige euch das da Schritt für Schritt. Kommen wir zunächst zu dem Material, welches für das Floß gebraucht wird. Dies habe ich hier in dieser Liste aufgeführt. Zu den Holzpaletten sei gesagt, ich selber habe die doppelt großen Holzpaletten verwendet, sprich 4 Paletten mit der Größe von 1,20 x 1,60 und 4 Paletten in der normalen Größe von 1,20 x 80 cm, sodass ich dann nachher auf eine Gesamtgröße bei dem Floß von 2,40 m x 2,40 m gekommen bin. Im ersten Schritt werden 4 Paletten zunächst auf dem Boden aneinander gelegt und diese an 3 bis 4 Stellen pro Paletten mit M10er Sechskantschrauben plus U-Scheiben plus Sicherungsmuttern miteinander verschraubt. Die Löcher also vorher vorbohren, Schrauben durchstecken und richtig fest anziehen und das bei allen Paletten. Nun müssen ja noch die Paletten, die vorderen mit den hinteren verbunden werden. Diese habe ich sozusagen miteinander verschient. Verwendet habe ich dafür 3 cm dicke Holzbohlen, die ich an beiden Seiten von den Füßen der Paletten angelegt habe, mit einem 10er Bohrer durchgebohrt und dann wieder mit den M6er Sechskantschrauben, U-Scheiben und Sicherungsmuttern miteinander verbunden. Sieht man hier auch in dieser Skizze, habe ich das hier angedeutet, wie die Paletten miteinander verbunden werden. Bevor die Fässer eingesetzt werden, müssen die vorher wirklich von innen gereinigt werden, dass da keine Reststoffe mehr drin sind. Anschließend den Deckel richtig fest zudrehen, am besten vielleicht noch mit Silikon oder etwas Ähnlichem verkleben, sodass sie sich auf keinen Fall lösen können. Die Fässer werden mit den Deckeln nach innen hin auf das Floß aufgelegt, sodass da von außen wirklich keiner dran kann, um die eventuell doch zu öffnen. Ist eigentlich nicht möglich, wenn ihr das nachher seht, aber Sicherheit geht halt vor. So, nachdem die Fässer aufgelegt worden sind, wird jedes Fass mit Latten fixiert, sodass sie nicht verrutschen. Sozusagen einen Rahmen um jedes Fass herum machen. Da muss man ein bisschen rumtüfteln, bis man das wirklich voneinander hat. Gerade so wie in meinem Fall, wo ich verschieden große Fässer genommen habe, das ist halt Maßarbeit. Sind die Fässer verschieden groß, sollen die großen Fässer auf jeden Fall an der Außenkante eingesetzt werden. Sind die Fässer alle fixiert, werden nun die anderen Holzpaletten auf die Fässer aufgelegt. Diese Paletten müssen nun an die Unterseite des Floßes verschraubt werden. Dafür ist es erforderlich, dass man an verschiedenen Stellen die Holzlatten von den Paletten abnimmt, um da überhaupt rankommen zu können, um die Paletten miteinander zu verschrauben. Auch hier ist ein bisschen Fummelarbeit, ja, aber es ist notwendig, damit das wirklich wie so eine Art Sandwichbrot nachher fest miteinander verschraubt ist. Verwendet habe ich hierfür Holzschrauben und auch zum Teil wieder M10er Sechskantschrauben. Sind Boden und Deckel miteinander verbunden, werden nun die Seiten noch zusätzlich mit Holzlatten zusammen fixiert. Ich habe die dann immer so auf Länge geschnitten und einfach so an die Seiten dran geschraubt. Da kommt es auch nicht auf Schönheit drauf an. Hauptsache, die sitzen fest und das von allen Seiten. Im nächsten Schritt habe ich die Außenseiten mit dickerem Vertäfelungsholz verkleidet und die Übergänge von dem Boden vom Floß zu den Seiten habe ich noch passende Holzlatten draufgesetzt, damit da keine Knickkante drin ist, sondern wirklich eine übergehende Kante.
Ist das dran, muss das ganze Floß auch gedreht werden. Dafür braucht ihr wirklich ein paar kräftige Leute. Und wenn ihr das dreht, meine Empfehlung, am besten gleich auf so Rollis drauf oder etwas erhöht, weil ja später das Floß auch auf dem Anhänger gepackt werden muss. Ich selber habe das mit dem Hubwagen vom Nachbarn machen lassen, sodass er dann halt mit der Gabel von dem Hubwagen auch unter das Floß gekommen ist. Sofern die Paletten nicht durchgehende Holzflächen haben, müsst ihr von anderen Holzpaletten noch die Holzstücke abnehmen, um die Lücken zu schließen, damit der Boden vom Floß komplett durchgängig ist. Sofern jetzt noch ein Fahnenmast eingesetzt werden soll, wird einfach in der Mitte von dem Floß oben mit dem Topfbohrer ein entsprechend großes Loch gebohrt und auch durch mehrere etwas längere Holzstücke. Diese Holzstücke werden dann auf das Floß verschraubt und da kann dann der Fahnenmast hineingesteckt werden. Selber habe ich an der Seite, ja, das war eine alte Poolleiter, die ich da dran gemacht habe, die habe ich mit 4 Kabelschellen an der Seite vom Floß befestigt. Meine Empfehlung ist es allerdings, baut euch besser eben aus ein paar Latten Holz eine Leiter und diese dann fest an dem Floß verschrauben, sofern ihr überhaupt eins dran haben wollt. Es ist sehr hilfreich, nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene, um dann später auf das Floß drauf zu kommen. Zum Schluss empfehle ich euch, das Holz von allen Seiten mit einem Schwing- oder Bandschleifer zu schleifen, damit keine Holzsplitter hochstehen. Nun muss es nur noch irgendwie auf dem Anhänger drauf. Wie gesagt, ich habe das mit dem Hubwagen machen lassen. Ansonsten gilt hier halt einfach Man and Woman Power. Ordnungsgemäß und vorschriftsmäßig auf dem PKW-Anhänger sichern, kann das dann zum See transportiert werden. Ja, das war's dann auch schon. Ich hoffe, euch hat mein Video und auch meine Idee zu dem Floß, meine Ausführung, meine Erklärung, wie man das baut oder wie ich das gebaut habe, gefallen. Würde mich natürlich über ein Like zu dem Video von euch freuen. Ja, ansonsten bleibt mir noch zu sagen, wir haben immer noch Corona-Zeit. Denkt dran, wir bleiben zu Hause. In diesem Sinne, der nächste Sommer kommt, das ist nicht mehr lange hin. Und auch dann dürfen wir irgendwann wieder in die Bade sehen. Ja, warum dann nicht diese Zeit nutzen, um so einen Floß für euch oder eure Kids nachzubauen? Der Spaß daran am Bauen, aber auch vor allen Dingen danach, ich kann euch garantieren, der wird riesengroß sein. Ja? Das Erlebnis werden eure Kids ihr Leben lang nicht vergessen. So zumindest ist es bei den Kindern meinem Zeltlager jedes Jahr, wo sie immer noch wieder ankommen, sind total froh darüber, dass ich es gebaut habe und kommen immer wieder an und sagen, wow, Annette, toll, danke, dass du es für uns gemacht hast. Die haben da heute immer noch einen riesen Spaß dran. Gut, dieses Jahr fällt das Pfingstzeltlager aus, ist leider so, aber dann im nächsten Jahr halt wieder. Also, ich sage dann jetzt an dieser Stelle, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, eure Annette.